Die Zeit vergeht. Es ist jetzt schon Monate her, dass wir uns mit Brooks am Fort Mercer treffen wollten. Ich glaube, ich sollte mich auf den Weg machen. Ich hoffe nur, dass Helia bei ihm ist und dass die beiden auf mich gewartet haben oder den Job schon erledigt haben. Wäre bloß diese ganze Scheiße nicht dazwischen gekommen. Aber ich habe ihm versprochen, dass ich kommen werde. Auch wenn es jetzt mit einiger Verspätung passiert, aber... Ich hoffe, dass er überhaupt noch dort ist. Ich hoffe, ich finde die beiden. Wiedersehe, hätte ich nicht gedacht. Dann frage ich mich, von wem du deine Informationen bekommst, Harriet. Ist schön, dich zu sehen. Ja, also du... Ich wollte mich nur wegen damals entschuldigen. Ich habe dich damals in den Stich gelassen. Und die Sache mit deiner Mutter, das war meine Schuld, es tut mir leid. Kannst du mir verzeihen? Ich meine, es ist jetzt schon ungefähr 5 Jahre her. I have to tell you, if you've never tried touching fresh dung when it's still warm, the reverberations you feel, it's like beating your heart. Ach, verdammt nochmal. Jetzt fällt mir wieder ein, warum ich dich verlassen habe. I'm discovering new connections, but I need more research material. There have been reports of an unusually aggressive up in the Grizzlies, led by a large white monster. Weißt du was? Na gut, ich werd's tun, aber nur weil ich dich damals im Stich gelassen habe. Okay, aber nur dieses eine Mal, hörst du? Das mit damals, das war meine Schuld und es tut mir wirklich leid, aber das war vorbei, ja, das war damals. Bitte lass uns einfach drüber hinwegsehen und normal weitermachen. Mister, are you okay? Mister, are you okay? Are you okay, Mister?
Mister, you don't look so good. Let's get you to a doctor. Come on, it's not far. Just down the street here. Baby, give me a minute. Give me a minute. I'll be fine in a minute. I'm fine. Nearly there, just around this corner. Here we are, friend. Thank you. Can I help you? I need a doctor. Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. Mister, I need some help. And so it seems. And that's Doctor, Mister, to you. I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, will that do you? Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Uh-huh. Okay, now here. Breathe. Again. Let me see your tongue. Say ah. Ah. What is it? It's not good news. Well, I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease. You'll be... Now, the best thing is rest. And getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Yeah, wait. Let me get you a little bit more energy today. I can tell. He didn't have a choice. He was good and he did good. But I think of you often. If we don't stop soon, we'll all be dying. Thank you.
Na gut, dann besorgen wir Harriet mal diesen Wolf. Irgendwo hier muss sich dieser Wolf doch verstecken. Aber wo? Naja, ich werde das Gebiet erstmal nach irgendwelchen Hinweisen untersuchen. Aha, da vorne ist doch schon mal was. Ein Pferd. Oh, das arme Pferd. Es wurde sehr übel zugerichtet. Oh, und hier ist auch eine Spur. Die wird mich wohl zu dem Wolf führen. Na gut. Dann folgen wir dieser Spur mal. Zum Glück bin ich ein guter Fährtenleser. Oh, warte, sind das. Au! Oh, verdammt! Scheiße Wölfe! Oh, Harriet will mir das definitiv übel nehmen. So ein Scheiß. Also wo auch immer sich dieser Wolf versteckt, er versteckt sich gut. Moment. Oh nein. Oh Gott. Bleib weg. Bleib weg. Also einer von denen ist definitiv der Mondsteinwolf. Oh verdammt, die haben mich umzingelt. Au, bleib weg. Oh verdammt, mein Hut. Oh, ich habe eine Idee. Ah, Heilung. Ah, ha, was macht ihr jetzt, ha? Ha. Jetzt seid ihr auf einmal nicht mehr so stark, ha? So, jetzt fall endlich um. Jetzt schnapp ich mir nur noch meinen Hut und dann bringen wir die Probe dieses Wolfes zu Harriet. So, da wären wir. Hey, Harriet. Ich hab da was für dich. Harriet, ich. Au, ey, das wäre doch nicht nötig. Ah, oh Gott. Oh mein.